Dass Flacherdlern schwarze Rhetorik vorgeworfen wird, ist reine Projektion. Heliozentriker sind in Debatten schon oft ausgerastet. Schaut dazu den Kanal Mindshock an, der analysiert Debatten aus einer rhetorischen Perspektive. Und man kann jetzt dort über zwei, drei Argumente streiten, aber Zirkelschlüsse und das Nichtverstehen von den beiden Modellen, auch dem eigenen, gewinnen die Heliozentriker haushoch. Was vielleicht dann noch erwähnenswert wäre, wäre das Ad hominem. Flo Plus zeichnet Karikaturen in hässlichem Stil von Flacherdlern, das ist auch nicht die feine Art. Eins seiner Stilmittel ist auch, Versprecher oder Dialekte aufs Korn zu nehmen. Kommen wir aber lieber zu echten Argumenten. Flo glaubt hier, die Krümmung der Erde zu sehen. Oft wird behauptet, die Erde sei zu groß, um Krümmung zu Do you have sehen. no idea how big the Earth is? Do you not understand that the curvature is not detectable at the surface of the Earth? Aber Schiffe sollen hinter Krümmung verschwinden. Klarer Fall, dass Optik nicht verstanden wird. Objekte verschwinden nachweisbar auf Distanz, aufgrund von mehreren Faktoren. Und zu sagen, eine davon ist in einem Beispiel nicht zu erwarten, ist, Achtung, Rhetorikwissen, ein Trugschluss der Komposition. Zunächst gibt es die Auflösungsgrenze, auch Abbey-Limit oder auch Fraunhofer-Diffraction genannt. Farben verschwimmen und die überwiegende Farbe übernimmt, wie hier das Grün in der Mitte und das Grau an den Seiten von dem Damm. Wenn ein Winkel zu gestaucht ist, kommt es verfrüht zur Auflösungsgrenze. Man sieht hier, wie Linsen Licht brechen. Vom Abbey-Limit wissen wir auch, dass wir mindestens zwei Strahlen brauchen, um ein Bild auf unsere Netzhaut zu projizieren. Man schaue sich den Winkel der Strahlen des hier weit entfernten Baumstammes an, der blau eingezeichnet ist. Dieser ist kleiner, als wenn man den ganzen Baum betrachtet. Von daher ist die Auflösungsgrenze früher erreicht. Alle Links zu mehr Details und Zahlen in der Videobeschreibung. Dieses Phänomen kann man auch nachweisen, indem man zwei Linsen verschiedener Objektivweite miteinander vergleicht. Mit auf den Boden gestellter Spiegelreflexkamera sieht man das kleine Taschenlampenlicht am Ende des langen Ganges. Mit dem iPhone auf gleiche Höhe gestellt, verwischen aber die Ebenen und das Licht ist nicht mehr zu sehen. Das, was im Atmos hinter keiner Krümmung steht, kann durch von unten zugeführte wärmere oder auch kältere Luft verschoben oder verdeckt werden. Die Tür wurde aufgemacht und ein Temperaturunterschied wurde herbeigeführt. Was ist jetzt mit? Atmosphärische Refraktion. Das ist ein Effekt, der ist lange bekannt und gut erforscht. Ja, der Effekt von einem Medium in ein anderes. Was ist mit Demonstrationen im Kleinen, im einzig alleinigen Medium Luft, in dem wir leben? Die zeigen, dass sich das sichtbare Lichtspektrum um eine Kurve biegt. Annähernd im Globusmaßstab geschenkt, aber das ist doch die schwarze Rhetorik im Heliozentrismus. Nämlich die der Reifikation. Der Zirkelschluss, dass ein Konzept für wahr gehalten wird, ohne es zu belegen. Wenn doch Flo Plus Physiker ist, wird er doch Demonstrationen einem Glauben vorzugeben und ein oder Dutzende solcher Beispiele vorbringen. Ich stelle diese Anforderungen seit 2 Jahren an alle möglichen Heliozentriker und es kam noch nichts Brauchbares zurück. Das ginge nur im Großen, sagen manche, oder Butangas. The objects is at the same level of the Butan tank. The second is that they always put the camera in the diagonal, trying to reach the top. Wo nicht mal eine Krümmung richtig repräsentiert wird. Schaut mal, was er präsentiert. Wassertanks. Wir leben nicht in oder auf der Kippe von Wasser zu Luft. Deswegen ist und bleibt die Refraktion in Luft um eine Kurve ein Akt. Und Globus Guru Flo zaubert zwar und gaslightet gegenüber das Ziel hinausgeschossenes. Wenn er aber selbst gefragt wird, hat er keine Antwort auf Anfrage. Zum Beispiel unter seinem Mondabstandsgesetz-Video habe ich ihm die Anfrage gestellt, die ich auch hier gerade eben gemacht habe. Er versteht diese Anfrage nicht mal und glaubt, dass alle Verdeckungen so ausschauen wie auf dem Globusmaßstab, wo es aber Fluktuationen in alle Richtungen gibt. Nach noch einmaliger Anfrage danach nur mehr. Wir machen weiter mit dem Horizont. Der wandert hin zur Augenhöhe, nicht perfekt zur Augenhöhe. Aber das dürfte schon mal nicht sein. Jetzt haben wir ja schon gesehen, wie atmosphärische Bedingungen Fluktuationen hervorrufen können über Flächen.
und bei der Vermischung der Ebenen, die man nicht mehr strukturiert wahrnehmen kann, übernimmt natürlich das Himmelsblau die Dominanz. Würde dort jetzt kein Vogel sein, würde man auch denken, der Horizont wäre tiefer. Wenn man den Globus, wie hier mit Blender gemacht, simuliert, kann man auf 30 bis 40 Kilometer einen enormen Horizontabfall erkennen. Hier Bodenhöhe im Vergleich zu 38 Kilometer. Jetzt Felix Baumgartner, oben auf 38 Kilometer Höhe und am Boden. Kein Abfall des Horizonts ist zu erkennen. Natürlich kennen nur die wenigsten diesen Shot von der Kamera aus der Kapsel. Und die enorme Überkrümmung wurde uns präsentiert. Weiter zu Manipulationstechniken. Ein Schritt weiter geht man, wenn man nicht nur rhetorische Mittel verwendet, sondern Videos fälscht. Von Flacherdlern gemacht? Nein, in Stephen Hawkings Doku höchstens. Zweimal das exakt selbe Bildmaterial, obwohl der Heli einmal hoch und einmal runter über die Erdkrümmung fliegen soll. Flo Plus meint, solche Infotainment-Formate sollen nicht ernst genommen werden. Außer es werden in solchen Infotainment-Formaten wie auf Netflix gezeigt haltlos Dinge behauptet, die vermeintlich seine Position stützen. Der Flacherdler, der die Rotation der Erde widerlegen wollte und sich dazu für 20.000 US-Dollar so ein Laserring-Gyroskop gekauft hat. Plus kennt sich anscheinend über Interferometrie nicht aus, denn dass das nicht nur irgendwelche Energien des Himmels sind, sondern ein Äther trifft, die Rotation der Erde widerlegt, erfährt man in den Studien, die sich mit dem Thema befassen. Michelson-Morley zeigte, dass zwei Interferenzstrahlen in 90 Grad entgegengesetzte Richtungen gesendet einen Versatz zeigen, die ca. 4 bis 6 Kilometer pro Sekunde entsprechen. Würde die Erde sich drehen, müssten es 30 Kilometer pro Sekunde sein. Diese Messwerte wurden mit der Relativitätstheorie als Messfehler und behauptetes Zusammenstauchen der Messinstrumente abgetan. Dass aber genau diese kleinen Unterschiede eine bevorzugte Richtung mit dem Jahresverlauf haben, zeigte zum Beispiel Dayton Miller in Millionen von Versuchen. Auch eine Veränderung des Versatzes der Strahlen mit zunehmender Höhe ist festzustellen. Nun soll sich die Erde über das Jahr weder schneller noch langsamer drehen. Genauso wenig kann man die Ergebnisse der Höhenunterschiede mit Erdrotationen erklären. Die ganz harte Nummer. Physik. Wow. Um zuletzt noch Sternen- oder Planetenbewegung auch im Kontext der Manipulation anzusprechen. Epizyklus heißt es, wenn ein Planet so ausschaut, als würde er eine kleinere Kreisbahn auf einer größeren ausführen. Damit macht er für den Beobachter rückläufige Bewegung. Umso weniger rückläufige Bewegung, desto einfacher ist das System. Deshalb gab es unter den verschiedenen Weltanschauungen einen regelrechten Wettkampf um weniger Epizyklen. Das mit der ruhenden Erde geozentrische System von Ptolemäus kam mit 40 solcher Epizyklen aus. Dann kam Kopernikus und meinte, der Heliozentrismus würde 34 schaffen. Er vergaß dabei direkt vier essentielle, die er auch kannte, wie die Präzession. Nachdem Feinheiten errechnet wurden, musste dann für den Heliozentrismus noch mindestens 14 weitere hinzugefügt werden. Schon Kopernikus vergaß also, um sein Modell besser aussehen zu lassen, einen wichtigen Punkt. Genauso wird der angebliche Grundmechanismus des heutigen Modells ausgelassen zu demonstrieren. Ja, die allermeisten sind unbewusst dabei und es gibt auch unbewusste Manipulationen. Aber ein Appell an alle, lasst uns diejenigen, die bewusst täuschen und aufgeflogen sind, nicht auch noch verteidigen. Sie sollen doch bitte selbst die Fragen beantworten, wenn es begründete Verdachte gibt. It's spinning away from us. And it's spinning left to right in the bottom left corner. It's the fakest looking thing. It goes through the window. Look at that.